So deppert muss da mal sein, aber mein Gott, das Künstlers Hirn ist oft nur für die Kunst geschaffen, aber nicht für den Alltag. Da winkt schon die Charlotte Vierer, weil heute befinden wir uns nämlich da im Achillion. Da spielen wir heute mit den Sirtaki-Schrammeln, weil wir die Sonnenbrillen auflassen. Berechtigte Frage, warum? Weil ich meine Brillen daheim vergessen habe. Schlüsseln habe ich getan, übt nicht einmal eine Jacke mit, gar nichts. So deppert muss da mal sein, aber mein Gott, das Künstlers Hirn ist oft nur für die Kunst geschaffen, aber nicht für den Alltag. Und jetzt werden wir da aufbauen, dann werden wir Soundcheck machen und so weiter und so fort, wie sich das gehört. So. Der Aufbau ist fast erledigt. Jetzt kommen wir dann schon langsam schon zum Soundcheck. Heute haben wir ja große Unterstützung. Weil wenn einmal einer Chairmark hast und in Wien ein Tontechniker ist, hey, da kann nur alles leiber sein. Er sitzt da hinten, er arbeitet, er lässt sich nicht, er winkt. Da ist der Chairmark am Mischpult. Die Biere sind geordert, sprich, wir können schon langsam da mit dem Rock'n'Roll auch schon anfangen. Conny, der Mann, der seit er mit uns zusammentrifft, gerne Fisch isst. Genau. Ja. Ne? Ja, wenn man so gut essen geht. Naja, was? Und die Charlotte zu alt. Geht schon? Ja. Was? Es wird ernst. Patrick ist dabei. Voll Gas. Ich bin heute Werner, ich kann nichts dafür. Dinge, mit denen ich mich eigentlich nicht herumschlagen will. Bin ich schon dran? Das endoplasmatische Reticulum, der Gegeneinanderrücker von Kraft und das sind die tektonischen Gefüge des Meerschweinchens. 2, 3 und jetzt kommt, und das ist fürs Video extra, pass auf, jetzt kommt's. 7, 8! 7, 8! Geht gut damit, geht gut. Hey! Ich kann nichts dafür, ich brauch nur um söhnlich zu sein. Zwar viel ohne Glampfen, ein wahrer Klavier, ein gar so verheuriger Bein. Ob er in mir war, ist ganz wohl und magisch. So muss, da bin ich ja kriegen. 10 Schilling für Schrammen und nur friss mir Kramen. Das kann nur ein Wehner verstehen. Ja, hui. Passt? Sehr gut, danke für den Bus. Danke dir. Fröhlich. Ich darf nur ein Bierli haben, bitte. Ja, das Soundcheck kommt auch schon hinter uns. Ich bin schon ganz aus der Atem, ich warte jetzt auf ein Bier. Die Zigarette lasse ich aus, ich rauche nicht mehr. Dafür trinke ich mehr Bier, jetzt. Weil der Patrick so lieb ist und mich heimführt. Ja, Selbstverständlichkeit für uns. Ja. Aber darum spielen wir ja schon 25 Jahre zusammen, nicht nur musikalisch, um uns verstehen, sondern ja, wenn wir uns einfach verstehen. Ja, wie das geht, weiß ich nicht. Du bist schon ein Dolm. Ein Dolm? Ja, da kann ich da nicht widersprechen. Verbales Liebestatschal. Ja. Ich habe daheim meine Jacken vergessen und in der Jacken sind meine Brühen. Ja, jetzt bin ich da. Die sind optische, nicht? Jetzt muss ich aber mit. Das sind eine optische Sonnenbrühen, jetzt muss ich aber die Brühen auf, weil ohne Brühen sehe ich noch weniger. Mir kommt es halt recht finster von. Ich bin ein Lichtkind. Ich habe sie gern hell, nicht? Aber ja. Ah, das Bier ist da. Das Bier ist da wunderbar. Ah, der Karl geht eh. Ah, ich frisst da. Schau, siehst du, es geht's. Ja, so. Sehr zum Wohle, mein lieber Mann. Ah. Ja. Warum ein Soundcheck? Viele glauben ja nur, das ist doch, dass man halt besser klingt alles. Stimmt auch. Aber ganz wesentlicher Aspekt beim Soundcheck ist nämlich das, dass die Musiker sich gegenseitig hören.
Das ist das Allerwichtigste, weil wenn man es auf der Bühne nicht untereinander hörst, kannst du nicht spielen. Das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, warum in einem großen Orchester ein Dirigent steht. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt ist man ein Geiger und der spielt dort gemütlich, nicht? Und der hört natürlich die Posaunen super, aber die Bratschisten oder was? Die Bratschisten sitzen vor den Posaunen sitzen, die... Natürlich mein Arschlochplatz, nicht? Weil da hinter einem blast es Viere, die verstehen und, natürlich und gar nichts. Und der Paukist, sprich auf der großen Trommel hinten, hört den Solo-Geiger vorn nämlich überhaupt nicht. Ja, also und das ist der eigentliche Grund, da ist, ja, warum der Dirigent da ist. Ja. Meistens, das kann man auch schon auflösen, ist es so, dass man trotz Soundcheck nicht hört, was der andere spielt. Aber ich glaube, es schaut gut aus. Aber unser Tontechniker heißt es super. So, jetzt trinken wir was. Genug. Der Costa ist da, jetzt gehen wir Soundcheck machen mit dem Costa, dass die Busuki auch eine kann. Jetzt seht ihr einmal einen Griechen bei der Arbeit. Danke, passt! Der Sekt ist eingekühlt, weil Premierenfeier ist natürlich auch Sekt angesagt. Was hat denn nicht stinkt gekauft? Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Ich sag ja aber.